Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Little Nightmares 2 Enhanced Edition. Ich glaube, es sieht einfach nur hübscher aus. Denn das erste Spiel haben wir auf jeden Fall. Ne, checkt nochmal gerne die andere Playlist aus von Little Nightmares 1. Super cooles Spiel. Hat mir sehr gefallen. Aber jetzt machen wir den zweiten Teil. Let's go. Bin gespannt. Der erste war schon cool. Mal gucken, wie der zweite ist. Beim ersten war es ja so, dass wir dann irgendwie bei so einer Insel rausgekommen sind, mit einem Leuchtturm, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Hab mir jetzt nicht nochmal die alten Folgen angeguckt. Aber das war mit diesen Augen, genau. Oder es fängt diesmal ganz anders an. Warum haben wir eigentlich eine Papiertüte auf dem Kopf? Sind wir so hässlich? Ist nichts, ne? Wollen wir was anderes machen, außer springen? Guck mal, man kann sogar ein bisschen reinlaufen. What? Wir können uns ducken, wir können Gegenstände aufheben. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ist das jetzt so ein Spiel von links nach rechts oder ist das so ein Spiel so von unten nach oben? Aber wir können ja hier anscheinend auch irgendwie reinlaufen. Ganz interessant, dass hier super viele Fernseher rumstehen. Und wir da irgendwie vor so einem Fernseher gepennt haben. Okay, gut gecheckt. Wir müssen wohl von links nach rechts. Alles klar. Ich bin eigentlich kein Freund von Tiefenschärfe, aber ich glaube, ich lasse das mal an hier bei dem Spiel. Fliegen? Na komm, schnapp dir ein paar Fliegen, wenn du Hunger hast. Kann man hier eigentlich auch rennen? Oh. Ja, man kann rennen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn ich jetzt auf mich aufmerksam mache und so, was? Deswegen drücke ich mal jetzt den Button nicht so hin. Wir sind aber nicht die Person aus dem ersten Teil, oder? Weil die hatte ja so einen Regencape an. Ich finde das cool, dass nicht einmal irgendwie aufploppt, dass du irgendwas drücken musst. Weil dadurch musst du halt selber immer ausprobieren, ne, welchen Button du drücken musst. Und dadurch prägt sich das auch viel besser denn ein, als wenn dir das ständig vorgesagt wird. Ich glaube, da sind Menschen drin, oder? Könnt ihr mich hören? Oh, über was rüber stolpern ist auch ein Ding, oder?
Hallo, Magic Upale. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. So, erste Rätsel, sind wir schon ein paar Kacken. Hier können wir hoch, aber hier nicht. Müssen wir eine kleine Erhöhung bauen, oder was? Dann machen wir das doch. Kann ich auch die so einfach so hinlegen? Ja. Oh, da wollte sie gerade ran. Habt ihr gesehen? Ja, war ein schönes Spiel, ne? Wir sehen uns dann. Zum Klettern an Kanten RT halten. Achso. Doch so wie zum Thema selbst herausfinden, oder? Ja, okay, so weit habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Dass wir jetzt zum Kanten halten, ohne mal eine extra Taste brauchen. Ach, ist schon ein sehr schönes Spiel, ne? Die Enhanced Edition, die sieht echt schön aus. Ja, das wird ja dann richtig geil, weißt du, wenn ich dann nachher verfolgt werde oder so. Und du dann da und dann halten und hoch und... Meinst du, ich sehe die Falle nicht? Verdammt, als wenn ich da so... Wollte eigentlich bloß die Falle auslösen. Wollte ja nicht riechen, dass sie da gleich anfängt rumzustolpern. Die Person, ey. Mann, ey. Na gut, unser erster Dev. Wollte ja nicht riechen, dass sie hier gleich anfängt hier rumzustolpern. Okay, aber ich würde sagen, wir bleiben unter 100 Devs. Ist das gut? Bis zum Ziel können wir doch schaffen, oder? Unter 100 Tote. Ben! Okay. Kann ich nicht hier einfach... Das ist ja frech. Kann ich hier wo bleiben? Auch nicht. Okay. Wir müssen komplett runter. Hui! Nur ein Stück. Okay, ist vorbei. Ich finde, dieses Spiel hat einen interessanten Ansatz, so ein bisschen wie Limbo. Hat auch so eine leichte Stimmung wie Limbo. Achso, Tina, falls du es noch nicht gesehen hast, guck mal hier drüben. In der Ecke. Siehst du die Zahl? Also, natürlich kannst du gerne mitzielen, so ist es nicht, aber die steht auch nochmal extra da.
Schade, dass sie nicht Autograppen tut. Ja, wie bei Another Crapped Treasure, ne? Da war das ja auch. Ja, also hier gibt's wieder Physikrätsel und so. Okay. Kann ich nicht hier einfach hochklettern? Hat auf jeden Fall funktioniert. Ah, sieht schon echt schön aus, das Spiel, muss man ja wirklich sagen. Warum gibt es hier so viele Schuhe? Das sieht nach einer Falle aus. Warte mal. Hui! Und jetzt nochmal? Nee. Ja, wer stellt hier die Pfeilen hin? Ne? Das ist ja die Frage. Mit andere Kinder, die die Fallen da hinstellen. Diese Bärenfalle. Da ist noch eine Bärenfalle und da ist schon eine aktivierte. Und die sieht hier auch aktiviert aus. Oh, kriegen wir jetzt hier eine Waffe? Ja, ihr habt einen Stock. Wenn du so schwach bist, dass man einen Stock heben kannst. Ach, das hat aber funktioniert, ne? So schön über die Schulter und so. Warum sind da Löcher in den Kisten? Ich sehe sie. Muss ich nur treffen. Okay, war aber nicht alles. Da ist auch noch einer. Verdammt. Da ist nichts. Warum ist denn der Nebel da hinten so? Erstmal ein bisschen vorsichtig, ne? Man weiß ja nie, was kommt. Wir haben bisher aber noch nicht ein einziges Tier gesehen. Nur ein Vogel, ne? Seht ihr schon als Tier? Vielleicht. Wir haben nur einen Vogel bisher gesehen. Können wir was essen?
Hier ist eine Toilette. Gibst du trotzdem auf? Nee, ne, machst du nicht. Aber jetzt zeig mal ran jetzt hier. Das sieht ja ein bisschen aus wie bei Resident Evil 7. Habt ihr das extra so gekocht oder steht das da schon so eine Weile? Oder nicht? Hey. Darf ich hier so rüber? Erstmal randalieren, genau. Sollen wir mal ein bisschen rumprobieren, ne? Was ist in der Kiste? Was hast du geglaubt, hier drin zu sehen? So heißt das Achievement. Bin mal nicht sober. Jetzt schieb doch mal. Das ist die Melodie vom ersten Teil. Kann wieder so viel entdecken, ne? Wenn hier gerade der Schuh einfach so verschwunden ist, hast du gesehen? Hier stand gerade noch ein Schuh. Immer war der weg. Echt jetzt? Setze gesammelte Hüte im Pausenmenü auf. Hüte. Was ist das denn? Ey, dann kann man ja so ein bisschen Gesicht sehen, wa? Von der Figur. Aber ich lass mal den Papierhut auf. Sehr cool. Ah, man kann hier also andere Hüte finden. Ja, auch nicht schlecht. Bin mal gespannt, ob wir alle finden werden. Weiß man jetzt nicht, ob die jetzt chronologisch hier drin sind. Ne? So von wegen. Ja, du hast halt schon 6 Hüte verpasst. Ja, Pech gehabt, ne?
Nee, glaube ich nicht. Ja, ein bisschen komisch. Also die Türklinken sind auf jeden Fall zu. Die Little Nightmare-Musik, ja. Ja, Hallöchen, wer bist du denn? Werden die Kinder irgendwie als Haustiere gehalten oder was ist los hier? Wo sind die ganzen Erwachsenen? Und dann bin ich hoch. Ja, dann machen wir zu. Ist ja überhaupt nicht laut, ne? Na, Kleine? Oder Kleine? Mit dich. Natürlich. Egal, wir haben ein Kind befreit. Ist ein Versteck? Wie sich der Teppich so ein bisschen immer biegt. Je nachdem, wo wir gerade stehen und so. Das ist cool. Also das Kind steht ja da oben nicht umsonst, ne? Kommt da jetzt gleich jemand runtergeschissen? Ah ne, war nur da, um zu zeigen, ey, ich gehe da lang. Okay. Och man, wollte ich jetzt mitnehmen. Oder was zum Verteidigen? Ich glaube, da kommt jemand. Also ich dachte, da sitzen gerade wirklich welche, aber es sind ja nur Puppen. Alter. Wieso? Was ist mit kleinen Timmy da hinten passiert? Der sieht gar nicht mehr gesund aus. Hängt eine Socke aus seinem Auge raus? Schon ein bisschen eklig, ne?
gibt uns, glaube ich, mehr Zeit. Ja, ist schon komisch, ne? Alles so präpariert, so hingestellt. Hat er mal seine Familie? Oder ist das seine Wunschfamilie? Hätte er die gerne? Weißt du? Ja, bist so leicht, ne? Na, Mama. Ja, mach. Schneller. Überhaupt nicht laut. Das Schwein kommt. Nee, verstecken. Und da habe ich ihn nicht hoch. Das war gerade ein bisschen weird. Okay, sehe ein paar Masken. Oh, wir können sogar Händchen halten, guck mal. Komm mit. Schieben wir. Na, ja, will ich? Oder? Doch? Willst du? Ah, jetzt. Oh, synchron. Habt ihr das gesehen? Also, da ist ein Schlüssel. Und ein Sack. Ich gehe da nicht in den Sack rein. Hab's vergessen. So, schon mal Backup-Plan. Oh. Okay. Oder ducken. Bist du echt? Oder bist du eine Puppe? Ist das Ding echt? Okay, beste Puppe. Sehr gut. Wir sind nur Puppen. Mal, ob hier noch irgendwas rumliegt oder so. Da hält sie sich gerade dran fest, aber... Ist das zum Hochklettern gedacht, oder was ist das? Hm. Jo, das, du bist ein Püppchen. Okay.
Nehmen wir mal an, ich muss mich hier festhalten. Unseren ersten Schlüssel. Klatsch ab. Sehr gut. Unser erster Wichtel. Geben die uns irgendwas? Irgendwelche Bonis oder so? Nee, ne? Oh, knapp. So, jetzt haben wir den Schlüssel, ne? Und lassen das Kind jetzt da unten alleine. Schlecht. muss ich hier hoch oder was? Ganz. Okay. Jetzt hau da nicht ab. Wait. Mann. Oh. Sehr dunkel. Ist aber nett. Da war gerade was drin. Guck mal, da ist doch was drin. Ist ein Tier drin. Moin, Santja. Danke für dein Glück, viel Spaß. Doesn't see shit. Muss man hier noch irgendwelche Aufgaben machen? Ey. Oh, er hilft mir sogar. Er hilft mir sogar. Und jetzt? Kann ich hier hoch? Ich muss wahrscheinlich selber den Weg nehmen, oder? Nur ich kann springen. Nee, nicht. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem anderen Kind? Ist er schon tot?
eigentlich geplant, dass ich irgendwo oben lang gehe, oder was? Ein Wichtelhut. Ah ja. Oh oh. Wir haben Angst vor dem schwarzen Mann. Ich. Hallo Mike. Einen wunderschönen Dienstag. So. Jetzt aber vorsichtig, ne? Nach oben oder nach unten? Was sagt ihr? Nach oben geht nicht? Gut. Gehen wir nach unten. Aua. Gut, dass ich auf den Teppich gefallen bin. Sind wir draußen? War ja groß genug, oder? Der Tau ist. Oh. Okay. Und ist da irgendwas auf dem Stinkklo? Hä? Hey. What the heck was that? Eine leere Rolle. Was zum Teufel war das? Das Ende naht. Hat sich nur, wie lange es dauert. Das stimmt. Mal gucken, wa? Manchmal schwierig zu erkennen, wo man hier noch was aufmachen kann und wo nicht. Ich stelle gerade Tiere häuten. Na, immerhin sehen wir auch mal jemanden, wa? Der hat man ja nur Puppen gesehen. What the heck? Wenn ihr uns sieht, gleich losrennen, ne?
Achso, durchdrücken. Oh oh. Nee, die hat uns mitbekommen. Alter, der hat eine Schrotflinte. Schnell. Weg. Aua. Die haben mich gerade erschossen, wieso? What the heck? Run! Warum hat der so viel Munition mit? Hm. Wurde gerade etwas blockiert, glaube ich. Von der anderen Person. Nicht blockieren, ey, nicht blocken. Immer ein Blocken, die Sau. Sieht interessant aus, der Typ. Wie soll ich weiterlaufen? Ja, schon geil. Okay, wir haben jetzt auch schon ein paar Tiere gesehen und so eine Art Mensch. Falls das wirklich ein Mensch sein soll. Vielleicht sind wir ja auch nur Menschen und dazu noch irgendwelche Riesen oder so. Oh, fast geschafft. Seht ihr mich? Nö. Kann einfach weitergehen. Mal kurz warten. Und tschüss. Oh, schnell weg. Und auf die Idee kommt, da reinzuschießen, genau. War teilweise ein bisschen zu knapp, ne? Schon 8-mal zu knapp. Mal die Person noch mal ein bisschen angucken, oder? Zumindest so ein bisschen von der Seite. Der schon da hinten wartet? Der Typ? Sieht nicht so aus, ne? Okay, wir haben jetzt einen Begleiter oder eine Begleiterin. Dich runterschubsen? Nee, ne? Hui! Oh Gott. Das ist ein bisschen zu weit weg.
Muss mir doch helfen, du Zipfelklatscher. Wee-tschu. Also eben sah es gerade so aus, als hätte es so alleine geschafft. Warum haben wir einen Raben? Ah ne, ist eine Krähe, ne? Der ist ja da immer noch am Suchen. Ist das sein Wald? Oh Gott. Oh Mann, bin ich so vorsichtig? Wie, die darf einfach durchrennen, oder was? Oder eher? Hat der gerade den Fernseher kaputt gemacht? Du bist ja ein Schwanz. Geh weg! Peter! Run! What? Warum werde ich eigentlich nur getarget? Da gibt's noch einen anderen Charakter. Wir sind schon weg, wir sind über alle Berge. Kannst dich umdrehen und ab nach Hause mit dir. Nee, falsche Richtung. Kollege, falsche Richtung. Echt jetzt? Was ist denn hier die Papiertüte so komplett durchgeweicht? Ja genau, unter Wasser kann der mich erwischen, genau. Blankshot oder Headshot am besten noch. Ins linke Auge. Habe ich gerade gedrückt? Ich weiß es nicht. Mann, oh Mann.
Weiter geht's. Hier hoch. Guckt der jetzt hier nochmal rüber? Nee, ne? Hey, du verrätst mich! Mann! Jetzt geh wieder nach Hause! Hier ist keiner! Mann, oh Mann! Und weiter, los, 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 los. Und weiter, los, 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 los. Ab in die Scheune. Schnell zu machen, sehr gut. Soll ich helfen? Oh. Shoot in your face! Los! Boah, haben wir den weggerotzt, Alter! Bist du nicht mehr so tough, hä? Nach links darf ich, glaube ich, nicht raus. Na gut. Geh mal rechts raus. Wir dürfen uns das Gemetzel dürfen wir uns nicht angucken. Guck mal hier, jetzt spielen wir Titanic noch. Da ist sogar Platz für uns beide drauf. Schöner Start. Starker Anfang. Bei dem einen Kill muss ich nochmal gucken, ob ich da einmal zu viel gedrückt habe. Ja, gern. Das ist ja nur eine Boje, ne? Oh Gott. Was ist denn das, Min? Ne, ist ein Fernseher. Für eine Sekunde dachte ich, das wäre eine Mine gewesen. Warum sind hier so viele Fernseher? Und Wasser. Und warum können die schwimmen? Obwohl das offensichtlich eine Bildröhre ist. Bildröhren sind super schwer. So ein Ding mal von A nach B geschleppt? Nee, schon. Ich wollte gerade fragen, ob wir gerade auf so einem
Warum bewegt sich die Stadt so komisch? Ist das wie bei Half-Life 2 mit dieser komischen Wand, die sich immer so nach vorne baut? Ist das mit der Stadt genauso? Dass die sich so ausbreitet? Wenn die Häuser sich verschieben? Ich kann nur sagen, bisher sehr starker Anfang. Wie weit kann ich jetzt hier reinlaufen? Bis da nach hinten? Also da ist ein Sessel, da ist ganz viel. Wo ist er denn hier? Was ist das? Also hier ist eine Tür mit Licht, die ist schon offen. Da hinten hätten wir aber auch eine Tür ohne Licht, die ist nicht offen. Was haben wir hier unten? Unsichtbare Wand. Auf dem Fernseher. Okay. Die Minischritte. Diese Fußabdrücke da im Sand. Ist cool. Kann ich wirklich bis nach hinten oder kommt hier gleich eine unsichtbare Wand? Spreche jetzt schon wieder. Aha. So, dann machen wir mal hier die Tür auf. Ein Secret? Na gut. Kein Secret. Hätte man nicht auch im ersten Teil irgendwie umarmen und sowas? Also L2 und R1 ist dasselbe, okay. Was ist denn ein Kreis? Was ist Kreis? Also B. Jäger und Sammler, die Natur ist ein grausames Ding. Wo ist gerade das Achievement, was ich bekommen habe? Jäger und Sammler. Schon wieder Fernseher. Da ist eine Krähe. Was ist das, ein Rabe? Bringen die immer durcheinander. Krähen sind, glaube ich, komplett schwarz und Raben haben noch so weiße Federn, ne? Wie so ein Smoking. War das nicht so? Oder andersrum? Da sind Raben komplett schwarz und Krähen sind mit Smoking. Bringen die mal durcheinander. Nee. Elster ist ja viel kleiner als ein Rabe oder eine Krähe. Von der Elster rede ich nicht. Die ist ja viel, viel kleiner. Die ist ja halb so groß wie eine Krähe oder ein Rabe. Ja, die sind nochmal kleiner. Ein Rabe ist kleiner als eine Krähe. Also doch mit weiß. Okay, dann sind Krähen doch schwarz. Okay, hier könnten wir theoretisch rein. Na gut.
fallen Klamotten vom Himmel, what? Sieht doch alles ziemlich tot aus hier, oder? Wie ist denn das eigentlich? Ne, warte mal, sie wurde ja gefangen gehalten, oder eher? Also die Person. Ne? Die Person wurde ja gefangen gehalten und hat die ganze Zeit da auf der Musikspieluhr gespielt. Das war die Melodie vom ersten Teil. Im ersten Teil sah es aber eher so aus, als wenn sie die Kinder essen würden. Aber wenn sie die ganze Zeit die Kinder essen, dann kommt ja auch irgendwann nichts mehr Neues. Hast du gerade Wikipedia kopiert oder was? Raben sind in der Regel größer als Krähen, also doch andersrum. Du hast ja oben was anderes geschrieben. Ja, Mücken bis zu 40 lang. Krähen sind kleiner mit einer Flügelspannweite von 1 Meter, okay. Hast du vertauscht? Nee, Krähe ist größer. Nein, was? Ich habe noch nie ChatGPT benutzt. Noch nie. Ich wüsste nicht mal, auf welcher Internetseite ich dafür gehen müsste, um den benutzen zu können. Wer hängt da hinten fest? Oder ist da irgendwas? Die hängt jetzt fest, ne? Was ist denn da hinten? Hoppst du gerade die Klamotten oder was ist los hier? Komm mal mit jetzt hier. Sag mal. Kannst du nicht einfach da hängen bleiben? Also okay, Krähen sind größer als Raben, alles klar. Aber wie sehen die denn aus? Sind Krähen komplett schwarz oder sind Raben komplett schwarz? Eine dieser beiden Arten ist nämlich komplett schwarz. Also wirklich komplett schwarz. Wenn das ChatGPT auch sagen, welche von den beiden Arten komplett schwarz ist? Wo sind die ganzen Leute hin? Fällt mir gerade auf. Da sind überall Klamotten. Überall Klamotten, aber keine einzige Person mehr. Im ersten Teil war das aber nicht so. Also dass jetzt überall Klamotten und so rumlagen. Aber da haben wir auch nicht wirklich viel gesehen. Da war ja nur, da waren wir ja nur auf diesem Schiff. Mehr oder weniger. Da waren wir ja nur auf dem Schiff. Was? Warum sind da Seile dran an dem Fernseher? Schnabel als Krähen. Schnabel wird oft auch leicht gekrümmt haben am Hals oft gefederte Strukturen. Nee, es geht ja um das Gefieder, also welche Farbe. Oh. Da ist ein Loch. Verdammt. Hilf mir mal. Was ist das denn? So, das Teil hängt am Fernseher dran, okay.
Hält sich nicht fest, okay. Und 20? Entspann dich. Ein Achievement bekommen. Gerade nicht festgehalten. Ich weiß, ich habe es schon mal probiert, aber... Ach so, okay. Okay, wie funktioniert jetzt mit dem Abspringen? So. Immer noch mal so extra Hype bekommt, nur weil dann die Figur da steht. Okay. Speichert ganz schön oft, wa? Jedes Mal, wenn ich irgendwie drücke. Weiß noch nicht, was diese Schatten sollen, ne? Also was deren weg ist. Kommen wir hier noch weiter? Nee. Aber immerhin tut das Spiel passiv speichern und nicht aktiv speichern. Das hat man nämlich jedes Mal einen Ruckler, wenn es speichert. Also der Körper ist auch weg. Ist das gut oder schlecht, wenn der Fernseher an ist? Ich den ausmachen? Oh, ich muss ihn anfassen. Zum Einstellen der Sendung L benutzen. Thank you.
So. Oh. Damit können wir uns teleportieren. Und Ende der Karte. Okay. Ja. Ab. Tina, nicht vergessen zu angeln. Jeder Punkt ist wichtig. Oh, hat sie mich gerade rausgeholt? Oder er? Weiß nicht, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Ich, keine Ahnung. Warum holt sie mich raus? Los, ab, weg mit dir. Sieht alles so 30er, 40er Jahre aus, wa? Okay, so von den ganzen Lichtschaltern und sowas. Super alt, diese runden Dinger. Das kann sein, ja. Aber so richtig sehen tut man es halt auch nicht, ne? Könnte auch ein Junge sein, also. Hast du mich gerade runtergedrückt? Hallo? Also es sollte eigentlich immer genau andersrum sein, dass ein Spieler andere NPCs drücken kann und nicht andersrum. Da oben hängen Schuhe und Klamotten. Wir haben auf jeden Fall ein oberirdisches Elektrizitätssystem. Nicht so wie wir jetzt, unterirdisch. Wir haben noch die ganzen alten Strommasten. So, dann gehe ich mal davon aus, dass ich hier den dicken... die dicke Mülltonne jetzt hier wegschieben muss. Wie weit kann ich sie schieben? Bis mal hinten? Bis zum Ende? Und passiert dann irgendwas? Nee, bis zum Ende können wir es glaube ich nicht schieben, weil da kommt nämlich gleich ein Stein, der uns garantiert daran hindern wird. Oder er? War nicht eine Tür oder sowas? Ohne Schule? Ach du heilige Karotte. Aber sieht cool aus. Machen wir einen Screenshot von.
Oh, kann man schaukeln? Geht nicht, ne? Schade. Bücher, einen alten Ranzen, da ist auch ein Auge eingraviert. Oh, man kann sich hinsetzen. Cool. Nur ich nicht. Ich darf nicht sitzen. Aber wieder so ein Schatten. Okay, hätte ich fast übersehen. Oh, was macht sie da? Was hat sie gefunden? Ganz schön neugierig. Ist da hinten was? Ah, doch Bewusstsein, siehst du. Da bin ich sicher. War mir nicht sicher. Kann ich dich dazu bringen, anzuschaukeln? Oder tust du mich anschaukeln? Na, mal schauen, ne? Was ist denn da? Also die Bank benutze, läuft auf dem Strich, aber schaukeln wir sie nicht. Fußball? Ja, fast. Wenn sie jetzt am Tor am Rumchillen ist, wird sich rumchillen. Ist das ein anderer Hut? So, das ist ein anderer Hut. Was haben wir denn bisher eingesammelt? Den Wichtelhut? Wie sieht denn der eigentlich aus? Oh mein Gott. So, und dann haben wir jetzt hier den Volleyballhut, oder was? Okay. Cool, haben wir schon drei Hüte gefunden, Leute. So, ich weiß. Hier rechts geht's hoch. Hey, komm mal. Oh. Na, kommt bestimmt nachher noch mit. Jo, das war die erste starke Folge von Little Nightmares 2. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Ich werde noch mal gucken, ob der eine Kill da wirklich ein Kill war oder nicht. Ob ich da doppelt drauf gedrückt habe.
Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder.